Ja, fangen wir doch einfach damit an, dass ich Ihnen kurz an einem Beispiel sage, wieso die Grundidee der Gesellschaft der Zukunft aussieht. Am Beispiel der Gesundheitsreform als einer von 20 Reformen. Stellen Sie sich vor, da wäre jetzt in Zukunft mein Hausarzt. Der würde mir spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, einen eigenen Sportverein, Gesundheitssportverein kostenlos anbieten, denn ich habe ja Beitrag bezahlt, ja, und so weiter. Er würde Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten kostenlos machen, sodass die Menschen dort so eine Art Gesundheitsclub, so ein Health-Lifestyle-Club finden, wo auch die Menschen so ein bisschen aus der Vereinsamung rauskommen, wo so eine Art Sozialleben stattfindet, sich Freundschaften bilden, vielleicht sogar Leute sich entscheiden, zusammen in eine Wohngemeinschaft zu ziehen und so weiter. Dass die Gesellschaft also wieder viel sozialer wird. Und der Arzt bekommt dann, wenn ich zum Beispiel jetzt die nächsten 6 Monate gar nicht krank werde, bekommt er für jeden gesunden Monat pauschal Geld für mich ausgeschüttet. Das heißt, je gesünder ich mich entwickle, verglichen mit meinen Vorerkrankungsrisiken und sonstigen Daten, wenn ich seltener krank werde und wenn meine Lebensqualität sich steigert, man überlegt auch, ob man Wohlfühlnoten einführen soll, zusätzlich bei jeder Wahl zum Beispiel. Das heißt, wenn meine Wohlfühlnote sich Richtung 1+ bewegt und so weiter, dann kriegt der Arzt ganz pauschal einfach für mich mehr Geld ausgeschüttet und so weiter. Und dadurch entsteht eine völlig neue Situation, nämlich dass nicht mehr der chronisch Kranke am meisten Geld bringt und wenn ich dann 20 Mal Tabletten verschreibe, am meisten Geld ausgeschüttet wird, sondern wenn der Arzt mir hilft, dass ich möglichst nie krank werde, dann verdient er am allermeisten. Ja, das ist das Bild der neuen Gesellschaft. Was sagen Sie erstmal zu diesem Grundbild? Ich denke, dass das ein gutes Bild ist, dass es irgendwie absurd ist, dass man für Krankheit mehr Geld bekommt als für Gesundheit. Ich weiß nicht, wie sehr sich so ein wenn es ein Gesundheitszentrum werden würde, wie sehr das die Unabhängigkeit garantieren würde. Also man kann ja, wenn jetzt irgendwie das eine neue Marktidee wird, solche Gesundheitszentren zu errichten, kann man damit ja auch sehr gut die Menschen beeinflussen. Und da könnte es sein, dass sich vielleicht die Menschen beeinflussen lassen, wenn es, weiß ich nicht, wie. Also aber insgesamt ist das eine sehr coole Idee, das so zu machen. Also Sie hätten jetzt so Sorge, dass da vielleicht in irgendeiner Weise vielleicht solch ein Gesundheitszentrum oder eben wenn es nur eine Hausarztpraxis ist, die halt sowas im Angebot hat, dass die sozusagen so eine Art Druck machen würde. Ich gehe davon aus, dass wenn jetzt der Hausarzt vielleicht Druck machen würde und sagen würde, komm, hören Sie doch auf zu rauchen, dass er sich damit eher Feinde schafft, dass derjenige dann eher sagt, ich wechsle jetzt zum anderen Hausarzt. Also ich glaube, dass der Hausarzt der Zukunft keinerlei Druck machen würde, die Menschen unter Druck setzen würde, weil die Professoren selbst auch als Ergebnis der Forschung geäußert haben, der beste Weg ist, den Menschen helfen, ein glücklicheres Leben zu leben, bei dem sie die Zigarette nicht mehr brauchen, aber nicht zu verbieten oder Druck zu machen. Ja? Das ist immer der falsche Weg. Das klingt nach einer sehr guten Idee, finde ich. Was ich gerade gedacht, also genau, den Schritt war ich auch gegangen. Was ich gerade danach gedacht hatte, ist, wie dieses Gesundheitszentrum aussieht. Also wenn man jetzt diese Idee hat, dass der Arzt Geld bekommt, wenn du gesund bist, das ist ja im Prinzip sehr gut. Aber wo soll man dann hingehen, wenn nicht solche Zentren geschaffen werden? Also man kann ja dann, oder, also Sie haben das eben so ausgedrückt. Als mach mal ein Beispiel. Bürgerhäuser, Sporthallen. Also der Arzt würde oft sogar Großveranstaltungen machen. Vielleicht lädt er auch irgendwann, es kostet zwar ein bisschen, einen Comedian ein, der eine Gesundheits-Comedian-Show macht, damit auch die letzten Uninteressierten am Thema Gesundheit sozusagen trotzdem mal kommen und er sie kennenlernen kann und dann auch mal mit denen Hausbesuch vereinbart oder so. Ja, das heißt also, der Hausarzt würde in unseren Bürgerhäusern, die würden typischerweise benutzt werden für Gesundheitskurse des Hausarztes. Der Hausarzt muss jetzt nicht selbst einen riesen Saal anmieten, das könnte er natürlich auch, aber das könnte man über Bürgerhäuser lösen, über Sporthallen,
und so weiter, die oft sowieso viele Zeiten des Tages nicht so ganz belegt sind und so weiter. Und vor allem auch würde es ja eine Verschiebung geben. In Zukunft würde eben, warum soll ich noch viel Geld von Sportvereinen ausgeben, wenn mir mein Hausarzt einen wunderbaren Gesundheitssportverein mit ganz netten Leuten und so weiter anbietet und so weiter. Also wird sich sowieso eine Verschiebung in Richtung Hausarzt bewegen und dann werden die Hallen in Zukunft von den Hausarzt-Sportvereinen belegt sein. Also da hätte ich, da gibt es Möglichkeiten aller Art. Ich hatte das so verstanden, dass quasi eine neue Marktlücke entstehen würde für solche Gesundheitszentren. Dass quasi irgendwo, also dass diese Gesundheitszentren nicht existieren, dass die Ärzte sagen, okay, ihr müsst in Gesundheitszentren gehen und dass dann irgendeiner, der Geld verdienen will, dieses Gesundheitszentrum erschaffen würde. Dann war das nur ein kleines Missverständnis. Also der Hausarzt selbst ist das Gesundheitszentrum. Und er kann sich überlegen, ob er sich mit anderen zusammentut, ob er eine Ernährungsberaterin reinnimmt, einen Sporttrainer mit reinnimmt. Das ist alles seine Entscheidung. Er kann sich selbst seine Praxis quasi ausbauen. Bis jetzt hat er vielleicht Arzthelferinnen gehabt, von denen braucht er vielleicht etwas weniger. Dafür braucht er vielleicht eine Ernährungsberaterin mehr oder so. Das wird sich von selbst verschieben. Entscheidend ist, dass der Arzt ganz klar die Information kriegt, was weiß ich, in 2 Monaten geht's los. Und ab dem Moment zählt nicht mehr, ob sie möglichst viele Spritzen gesetzt haben, sondern es zählt nur noch, dass die Leute möglichst seltener krank werden, als bei ihren Vorerkrankungen statistisch zu erwarten gewesen wäre. Das ist so der Ansatz. Ja, okay. Ich hatte das so verstanden, dass dann, also dass ich glaube nicht, dass die Ärzte so scharf darauf wären, diese Gesundheitszentren mit dem ganzen Orga-Kram und die Investitionen. Also ich glaube nicht, dass sie ungefähr unbedingt gewillt wären, das zu tun. Deswegen glaube, hätte ich jetzt gedacht, dass dann andere Leute diese Marktlücke sehen und dann sehen, ah, guck mal, die Ärzte brauchen Gesundheitszentren, es gibt keinen, der Gesundheitszentren macht und es fließt gerade viel Geld, weil ja mehr Geld bekommt, wenn Leute gesünder sind. Deswegen machen wir jetzt so ein Gesundheitszentrum. Und also jeder Arzt entscheidet ja auch selber, zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, Hausarzt sein zu wollen. Ich kann mich aber auch entscheiden, dass ich sage, ich gehe mehr auf die Facharztseite, dann wird das vielleicht, dann bleibt das teilweise eine ganz normale Praxis. Zunächst mal ist erstmal nur dran gedacht, halt im ersten Schritt, nur die Hausarztpraxen sozusagen mit dieser neuen Grundmotivation erstmal auszustatten. Dass der Hausarzt sozusagen der Abfangjäger wird, der dafür sorgt, präventivmedizinisch, dass die Leute seltener krank werden. Ja? Das muss ja nicht jeder mitmachen. Jemand kann ja auch sagen, ich mache eine kleine Weiterbildung und mache dann lieber eine Facharztpraxis. Aber für einen Hausarzt zu sagen, okay, ich rufe mal bei der Stadt an und die teilt mir zu, welche Hallenzeiten ich bekomme, welche Hallenzeiten und welche Bürgerhauszeiten ich kostenlos bekomme für meine Praxis in meinem Viertel und so weiter vor Ort, welche kostenlosen Räumlichkeiten ich noch bekommen kann. Das ist kein großer Aufwand. Das macht man einmal und dann sitzt das und dann läuft das. Ne? Also ich glaube nicht, dass ein Hausarzt davor jetzt Angst hätte. Ne? Ja, da hatte ich nicht an die Bürgerhäuser gedacht, ja. Ich finde, das klingt nach einer sehr coolen Idee. Und jetzt, wenn man jetzt sich vorstellt, das übertragen wir auf andere gesellschaftliche Bereiche. Immer das, was wir uns wünschen, belohnen wir. Sie haben vorhin ein entscheidendes Wort gesagt. Sie haben vorhin gesagt, dass es doch absurd ist, dass wir quasi im Prinzip mehr Belohnungen ausgeschüttet haben, wenn jemand sehr schwer krank wird, aber eigentlich keine Belohnung ausschütten, wenn jemand einem anderen hilft, gar nicht erst krank zu werden. Ja? Und diese absurde Situation haben wir eigentlich überall. Fragen Sie sich mal zum Beispiel, haben Sie schon mal einen Rüstungskonzern gesehen, bei dem die Belohnungen abhängig davon gemacht wurden, dass die Zahl der getöteten Menschen auf der Welt zurückgeht? Im Moment ist es eher so, wenn ich Kriegstreiberei betreibe, dann verdiene ich mehr. Ist doch absurd. Ist doch eigentlich ein absurdes System. Ja, definitiv. Ja, und deswegen müssen wir das in allen Bereichen ändern. Und jetzt stellen Sie sich vor, also wenn man solches macht, dass man also das Gute belohnt, aber das Nicht-Gute nicht mehr belohnt, ja, dann kommt das zu einem volkswirtschaftlichen Riesenaufschwung, denn das Ganze spart unheimlich viel Geld ein. Viele Krebskranke werden eingespart und so weiter. Also überall kann man so eine Art Wirtschaftswunder erzeugen, auch wenn man allen Firmen hilft, sich an die neue Situation zu gewöhnen, den Übergang zu finanzieren. Da wird's staatliche Hilfen geben und so weiter, damit jeder da mitkommt. Wir wollen ja unsere Firmen nicht kaputt machen. Wir wollen ja helfen, in ein neues System sich einzufügen, in dieses dritte System der zweiten Scientists for Future.
Und dieses Wirtschaftswunder, jetzt könnte man, kann man sagen, jetzt kommen die Professoren und sagen, realpolitisch ist es so, unser Journalismus funktioniert ganz offensichtlich so, dass nur noch Promis ins Fernsehen kommen. Greta Thunberg ist ein Promi, deswegen haben die Professoren gesagt, wir bieten Greta an. Für Deutschland bieten wir an, 900 Milliarden fürs Klima in Deutschland von diesem Wirtschaftswunder abzuzweigen. Wenn Greta sagt, okay, nur einen Satz sagt, stellen Sie sich vor, jetzt hier säße Greta und Merkel und die ganzen Journalisten drumherum. Sie würde nur einen Satz sagen. Let's discuss, also lasst uns alle weltweit in jeder Talkshow diskutieren, ob der dritte Weg, das dritte System, schade, dass der dritte Weg ist schon benutzt von irgendeiner verrückten Partei, dass das dritte System der zweiten Scientists for Future 2, ist das gut für uns alle? Bringt uns das weltweit auf den richtigen Kurs, auch in Richtung Umweltschutz und so weiter? Und darüber sollten wir diskutieren. Und wenn das die Gesellschaft annimmt, dieses System, dann haben die Professoren uns ja versprochen, dass sie mit mir und mit also Greta Thunberg und Merkel einen Deal machen, dass davon 900 Milliarden in den nächsten 7 Jahren ins Klima fließen sollen. Ne? Und dann hätten wir so eine Art Kompromiss und die Journalisten wären begeistert, weil da ist ja ein Promi, ja? Denn auf uns selber, auf die Professoren und Doktoren hört niemand. Ne? Das ist so. Unsere Medienlandschaft ist so. Wenn Arnold Schwarzenegger jetzt hier säße, dann wären die Journalisten auch interessiert. Aber solange ein Arnold Schwarzenegger oder eine Greta Thunberg nicht dabei ist, nicht. Was halten Sie von diesem realpolitischen Plan, so die öffentliche Diskussionsebene zu erreichen? Ich denke, dass es sehr gut ist, dass man, wenn man so die Diskussion erreichen kann. Ich darf vielleicht noch dazu sagen, für uns ist das der goldene Wurf, also Greta ist ein Phänomen für uns. Das ist ein Glücksgeschenk, denn wir haben seit Jahrzehnten in den Medien nicht mehr über eine bessere Gesellschaft diskutiert. Und jetzt durch Greta diskutieren wir überall über eine bessere Gesellschaft, wenn auch nur leider immer in diesen zwei Lagern, rechts, links, Kapitalismus oder Kommunismus. Ja? Und jetzt wäre doch Zeit, darüber zu diskutieren, ist nicht das dritte System der bessere Weg, ja? Und der vernünftige Weg. Ja? Also abschließend meine Frage an Sie, finden Sie diesen ganzen Ansatz diskussionswürdig und unterstützungswürdig? Also jetzt haben Sie wieder der dritte Weg gesagt. Aber ja. Dritte System. Ich muss mich auch erst umgewöhnen, weil diese blöde Partei, den irgendwann missbraucht wird, hat diesen Begriff drittes System, daran will ich mich gewöhnen. Ja, ich denke, dass das sehr viel auch gut zum Guten ändern würde, wenn man das schaffen würde, die ganze Gesellschaft darüber zu sprechen zu lassen und darüber nachdenken zu lassen.